nehmen müssen. Und dann der Gegenstoß erneut. Monier, diesmal klappt. Frank Monier mit seinem sechsten Saisontreffer zum 3:0. Beim ersten Mal hat es noch nicht geklappt. Der Schuss unter dem Schoner von Christoph Ball durch, aber auch am Tor vorbei. Und beim zweiten Mal ebenfalls leicht am Schoner hängen geblieben, aber dann doch bis ins Tor zum 3:0. 26 Minuten und 28 Sekunden sind gespielt. Der EV-Zug führt mit 3:0.